Hallihallo Freunde, heute habe ich mal wieder was Verrücktes vor. Und zwar habe ich in Kroatien gemerkt, dass mein Deckenmonitor nicht mehr funktioniert. Anscheinend ist die Hintergrundbeleuchtung einfach kaputt, aber kein Problem. Und zwar habe ich von Tanker einen kleinen Mini-Beamer zur Verfügung gestellt bekommen und den möchte ich jetzt hier einfach mal integrieren. Alles weitere dazu findet ihr in der Videobeschreibung, könnt ihr mal raufklicken. Und ja, ansonsten beginnen wir jetzt einfach mal. Mann, ey. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt diese Deckenhalterung hier wieder anmontiere, ich habe den Fernseher rausgenommen und habe gedacht, irgendwie sieht das ganz geil aus so. Und da werde ich irgendwie jetzt versuchen, den Beamer zu befestigen. Ich werde mir da was einfallen lassen und dann habe ich hier auch noch ein schönes Licht drin. Ist auch ganz nett. Und die ganzen Löcher sind dann einfach nicht zu sehen. Oh, ich bin so dumm. Oh. Und natürlich fehlt mir die entsprechende Leinwand. Da habe ich mir gedacht, nehme ich mir einfach von Ikea ein Rollo in der passenden Größe. Bei mir passt es nicht ganz, deshalb müssen wir es jetzt zuschneiden und anbringen. So, man konnte es vielleicht nicht ganz so gut erkennen, aber ich habe es jetzt mit so Gummistropfen hier festgemacht. Also das heißt, ich kann ihn halt auch abnehmen. Warum soll ich ihn festmachen, wenn ich halt einen Beamer habe, den ich auch draußen hinstellen kann oder vielleicht auch in der Wohnung? Wenn ihr noch eine andere Umsetzung dieses gesamten Projekts sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Mattes vorbei. Der Kanal ist auf jeden Fall am Ende des Videos verlinkt. Also ich stehe auf sowas und es hat echt gut geklappt. Sieht auch echt geil aus so, wenn man im Bus liegt und dann halt gucken kann. Jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen für die Lösung hier für das 230 Volt Kabel. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein!